Willkommen zurück zum Anno 1800 Let's Play. Wir machen heute auf der Kaffeeinsel weiter, wie angekündigt. So, Items müssten angekommen sein. Einmal die Sophismen. Was war das? Das waren leere, ne? Die können wir zurückschicken. Dann können wir uns hier... Wo sind die Rathäuser? Dann können wir die auch nochmal ein bisschen verbessern, beziehungsweise die Arbeitskräfte in erster Linie. So, dann war hier noch eins. Aber hier, genau, Sophismen. Und das dritte Item. Das dritte Rathaus noch ausrüsten. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar ganz gute Items ausgerüstet. Für die Arbeitskräfte. Die wir dann verbrauchen können. Das sieht auch ganz gut aus. Für die Bevölkerung auf jeden Fall. Genau. So, sind die anderen Items auch schon da? Jetzt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Haben wir die Becher Melbourne. Verordnung und den. Sehr gut. Schauen wir das Ganze hier mal an. Genau, Arbeitskräfte, Reduktion. Dann das Item und jetzt müssen wir mal schauen. Was haben wir hier für Arbeitskräfte? Wollen wir die auf 100% senken? Also, dass wir überhaupt keine Arbeitskräfte dafür brauchen? Oder wollen wir lieber die Produktion noch weiter buffen? Ich meine, wir haben schon recht viel, ne? Also 14 Ölquellen sind schon extrem viel. Das meiste von dem Öl werden wir später eh auf anderen Inseln nutzen. Wir haben ja auch noch ungenutztes Öl, glaube ich, auf der Gelehrteninsel und auch noch auf der Baumaterialeninsel. Also Öl sollte eigentlich kein Problem sein. Darum denke ich, werden wir jetzt einfach hier die Arbeitskräfte reduzieren. Mit dem Item, was ich mitgenommen habe. Das müsste ja funktionieren. Genau, dass wir hier auf 0 sind. Dann machen wir das hier auch. Ansonsten können wir uns das später ja nochmal anders überlegen. Aber dann haben wir eben jetzt hier diese Produktion von 645%. Das ist in Ordnung. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier. Für eine Wahrscheinlichkeit für Explosionen zum Glück gar nichts. Also es reicht auf jeden Fall schon, so wie es aussieht. Sehr gut. Dann haben wir vielleicht sogar ein bisschen zu viel Feuerwachen, aber da in der Ecke stören sie eh nicht. Na, was haben wir hier unten? Hier haben wir eine sehr geringe Explosionswahrscheinlichkeit. Könnte man sich natürlich fragen, wieso. Immer noch da? Nee, gut, jetzt ist sie weg. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Na gut, dann lassen wir es so. So, dann können wir jetzt auch die ganzen Lehmvorkommen hier, ja, einfach in die Ecke packen. Ich überlege gerade, brauchen wir noch einen zweiten Weg da rein? Nein, ne? Also ein zweites Paar Schienen werden wir nicht benötigen. Wie viele Tankhöfe werden wir hier haben? Nicht so viele. Das sollte passen. Das sollte passen. Das heißt, wir schieben die jetzt einfach alle dahin. Ganz in Lehmvorkommen, die wir, wie gesagt, nicht nutzen werden. Gut, dann haben wir hier auch alle 7. Dann läuft das Ganze schon mal an. Ja, dass sich das Lager schnell füllt, war klar.
Das ist erstmal in Ordnung. Lassen wir erstmal ungenutzt. Wir hätten jetzt im Moment eh keine Insel, wo wir Öl benötigen. Von der können wir es so lassen. So, was machen wir als nächstes? Hier unten sieht es eigentlich erstmal ganz gut aus. Würde ich sagen, bauen wir hier weiter. Genau, hier den rechten Bereich wollten wir ja zubauen. Das heißt, ich baue jetzt erstmal die Farmen an die rechte Seite. Mehr werden wir dort nicht hinsetzen. Wenn man es jetzt optimal machen wollen würde, würde man natürlich ne, jede Kachel ausnutzen. Das heißt, ne, ihr seht ja auch immer bei der Hacienda, wenn die grün ist, ist die Farm im Einflussbereich. Wenn es rot ist, eben nicht. Dass man da immer ja wirklich so vorgeht, dass man das vielleicht so baut, ja. Ich fände es jetzt aber, wie gesagt, auf der Insel, wo wir eh nicht Perfektionismus oder so anstreben, das ist eigentlich irrelevant. Da können wir auch alle in eine Reihe packen. Dann verlieren wir halt ein paar Kacheln im Einflussbereich. Schlimm ist das nicht. So, dann können wir die erstmal umstellen auf Kaffee. Dann ist es nämlich so, dass wenn man die kopiert, dass das auch gleich eine Kaffeefarm ist. Dann müssen wir jetzt nur schauen, wie machen wir das am besten. Hier vielleicht doch mal. Ne, passt ja keine mehr hin. Und den dahin. Wäre da echt nicht hin? Ne. So, was brauchen wir am Ende? Oder was wollen wir hier mal nutzen? Wir wollen mal die Plantagen komplett buffen. Das heißt, wir brauchen die Traktorscheunen und die Silos, die Düngersilos. Setz dich lieber in den Schatten. Welch kulturelle Errungenschaft. Hier könnte man theoretisch auch noch eine Farm mit reinquetschen. Ich lasse es jetzt mal weg. So, schauen wir mal, was würden wir denn überhaupt reinkriegen in die Handelskammer. Wenn wir die so setzen. Eine würde auf jeden Fall rausfallen. Wäre jetzt auch keine Riesenkatastrophe, denke ich. Ja, wobei, wenn wir sie hier hinsetzen. Dann würde es ja passen, ne? Einen Weg über die Straßen brauchen wir ja eh nicht zu der Handelskammer. Wir haben hier kein Ministerium. Und es muss jetzt nicht unbedingt angeschlossen sein an Straßennetzwerk. Ja, eigentlich könnten wir es doch so bauen. Jetzt müssen wir mal schauen. Arbeitskräfte können wir sehr einfach reduzieren bei solchen Farmen. Wenn wir die Traktorscheune nutzen, haben wir nämlich automatisch -50% Arbeitskräfte. Das heißt, hier reicht locker. Ach, ich habe die Items noch nicht übertragen, ne? Hier reichen locker
Genau, hier sind sie. Dieser Wunderflug. Dann gibt auch noch 50% Produktivität. Sehr starkes Item. Und 50% Arbeitskraftreduktion. So, und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir dann noch zusätzlich mit reinnehmen. Dr. Ali ist natürlich nicht schlecht für die Produktivität. Geht natürlich besser, also mehr als 30%. Dafür hätten wir Zusatzwaren. Die meisten davon werden wir allerdings nicht brauchen. Außer vielleicht, oder was heißt vielleicht, außer die Trauben. Aber die kriegen wir auch nur in jedem 17. Schritt. Aber bei der Menge, die wir hier dann produzieren werden, ist das schon viel. Also kann echt viel zusammenkommen. Das ist für die Röstereien gedacht. Feras. Mehr Druck im Kessel. Gartenbauer Hermann wäre natürlich auch nicht so schlecht. Gibt auch nochmal Trauben und reduziert die Anzahl der Module. Die allerdings bei diesen Farmen ja schon sehr gering ist. Von der weiß ich nicht, ob sich nicht doch ein anderes Item ein bisschen mehr lohnt. So, ich werde die Items erstmal übertragen. So, dann schauen wir uns das Ganze an. Dass wir vielleicht hier einfach jetzt schon mal die Felder ziehen. Wir müssen natürlich die Items aber mit reinnehmen vorher, die Felder reduzieren. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall den Wunderflug. Dann haben wir hier auf jeden Fall bei dem Setup keine Arbeitskräfte, die wir verbrauchen. Dann nehmen wir hier auch den Dr. Ali mit rein. Dann kriegen wir unsere Trauben und unsere anderen Zusatzwaren, die wir vielleicht irgendwie verkaufen können oder so. Müssen wir mal schauen. Und als letztes Item nehmen wir dann wahrscheinlich den Hermann hier mit rein, um die Felder nochmal zu reduzieren. Was haben wir dann? 83. Wenn wir jetzt statt dem Ali die Baumpflegerin nehmen, was haben wir dann? Haben wir noch 76. Ja, das... Dadurch, dass es schon so wenig Felder sind, ist das jetzt nicht so stark, wie ich finde. Nehmen wir doch den Ali auf jeden Fall rein. Aber hier haben wir jetzt kein viel stärkeres Item. Wir könnten natürlich einen Feras nehmen. Allerdings haben wir eh schon so eine hohe Produktivität durch das ganze Setup. Machen wir es jetzt einmal erstmal so mit dem Setup. Um jetzt einfach mal weiterzukommen. Warte mal, würde hier noch ein Dings reinpassen? Eigentlich nicht. Nee. So, dann gehen wir jetzt einfach mal so weit wie möglich nach rechts. Werden dann hier nochmal ein kleines Setup mit normalen Kaffeeplantagen reinmachen. Müssen wir nur mal gucken. Wir haben ja hier ein bisschen Weg, müssen wir freilassen. Das machen wir jetzt auch gleich erstmal. So, einen Tankhof werden wir hier nutzen. Und dann werden wir in dem Bereich natürlich auch noch einen brauchen. Den können wir aber auch auf diese Seite bauen. Das ist jetzt nicht so schlimm, solange wir dann eine Brücke haben. Müssen wir uns jetzt erstmal noch keine Gedanken drüber machen. Wir müssen das Land erst
Welch kulturelle Errungenschaft! Menschen lassen sie hochleben. Tja, und dann sehen wir jetzt auch mal, wie stark das ist. Auf so kleinem Raum, ja, funktioniert das Ganze. Und Produktion ist jetzt noch nicht, ne, richtig, weil, wie gesagt, Treibstoff und so fehlt noch. Und auch das Dünger. Oder der Dünger. Ja, nicht jetzt von der Produktivität her aktuell, aber allein, dass die so wenig Platz brauchen, ja, und diese ganzen Farmen, das ist schon nicht schlecht. So, wir können jetzt auch mal kurz nochmal rüberspringen. Ich denke, wir hatten hier... Ist die Forschung jetzt schon fertig? Kann das so gedruckt werden? Gleich fertig, ja. Können wir auch mal wieder ein paar Gelehrtenhäuser mit reinnehmen hier in die Forschung. Zu viel Wahrheit, zu schnell dargereicht, kann den Wandel gefährden. Sie haben an Einfluss gewonnen. Genau, sieht doch schon mal gut aus. Dann müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier noch reinkriegen. Da wir hier die normalen Kaffeeplantagen nehmen, werden wir viel mehr Felder benötigen. Das heißt, wir werden jetzt nicht so krass viele... Also wir werden nicht ein komplettes Layout reinkriegen. Layouts sind übrigens in der neuen Welt eh schwierig umzusetzen, da man meistens, wie ihr hier seht, nur ganz wenig Platz hat. Da passt ein Layout normalerweise nicht rein. Was man vordefiniert, von der muss man in der neuen Welt meistens ohne Layouts arbeiten oder man muss dann die Layouts ein bisschen abändern. Ich kann euch aber mal zeigen, welches Layout ich für Farmen eigentlich immer ganz gerne nutze. Weil es schön kompakt ist, auch wenn man ein paar Gebäude verliert, die man normalerweise sonst reinkriegen würde. Es gibt so ein ganz kompaktes Layout, was man gut nutzen kann. Wo ist die Handelskammer? Hier ist die Handelskammer. Ja, dann gibt man ein bisschen Platz auf. Im Innern. Ja, man kann jetzt hier außen herum sehr gut die Farm platzieren und kann die dann nach außen rausführen. Aber hier im Innern gibt man natürlich einiges an Platz auf, ne? Also optimale Layouts sind ja immer so gebaut, dass die Lagerhäuser eher außerhalb des Radius stehen. Und ja, aber so ist es halt schön kompakt und das ist das, was ich eigentlich auch oft mag. Zumindest wenn es darum geht, auch ein bisschen schneller zu bauen. Ich meine, in diesem Let's Play werde ich mir jetzt nicht ewig lange Zeit nehmen. Außergewöhnliche... Layout zu basteln oder ja, wo möglichst viele Gebäude reinpassen, das funktioniert halt nicht. Weil es zu lange dauern würde, ich will jetzt einfach nicht zu lange an dieser Insel rumbasteln. Aber ja, genau so ein Layout werden wir mal versuchen hier irgendwie reinzubekommen. Wir werden noch einen Tankhof einplanen. Und dann außen herum. Machen wir das am schlauesten vielleicht hier so. Wir werden eh nicht zu allen Seiten alle Farmen bauen können, weil das sind viel zu wenig Felder, die wir hier haben. Vielleicht ruhig so weit nach oben packen das Ganze. Versuchen wir es mal so. Dann nehmen wir einen Tankhof mit.
Muss ich direkt daran. Genau, und lassen wir oben offen. Dann fangen wir hier an. Bauen hier alles zu und dann gehen wir einmal so rum und versuchen, das hier alles auszufüllen. Tanko vielleicht auch hier irgendwo rein. Ja, hier würde es auch gut passen. Warum nicht? Abstand ist in Ordnung. Bauen wir hier den Tankhof rein. Finde ich eigentlich ganz gut. So, hier brauchen wir jetzt mal eine Straßenverbindung. So. Ich denke, hier werden wir dann auch bei so einem Setup den Wunderflug auf jeden Fall nehmen. Damit haben wir auch schon unsere Arbeitskräfte auf Null. Wann die Macht auf der Straße liegt. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Na, wo haben wir hier ein Problem? Achso, in dem Bereich haben wir noch nichts gebaut, das stimmt. Bauen wir jetzt erstmal nur schnell eine Polizeirevier. So. Wo waren wir? Items. Dann würde ich sagen, versuchen wir hier mal die Dings komplett, also um das auch mal zu zeigen. Wir nehmen jetzt hier einfach mal ganz normale Kaffeeplantage. Fangen wir hier unten an. Muss ich nur mal gucken, wie bauen wir die eigentlich am schlausten. Was kann ich für dich? Ja, ihr seht, so haben wir 168 Felder jetzt erstmal. Hier haben wir natürlich recht wenig Platz, wenn ich das jetzt so baue. Wobei wir können es ja nebeneinander bauen, wir kriegen eh nicht so viele Farmen hin, dann können wir es auch. Oh, das ist überaus elegant. Einfach so bauen. So, die brauchen auch eine Straßenverbindung. Ja, mit der Traktorscheune zusammen haben wir jetzt schon 252 Felder. Wir werden versuchen, das Ganze mal zu reduzieren jetzt maximal. Das heißt, wir nehmen Gartenbauer Hermann mit rein. Dann sind wir bei 218 Feldern. Und dann noch die Baumpflegerin. Dann sind wir bei 201. Ich bin mein Leben lang ohne deine Machinas Infernales ausgekommen. Das wird sich jetzt nicht ändern. Journaleros, tun mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Hier passt eh nichts rein. Schauen wir mal, 201 Felder, was das jetzt genau bedeutet, muss ich mir auch erstmal anschauen. Man kann an allem Spaß finden, sogar an aber wie man jetzt schon sieht, ist das schon recht viel. Also wirklich, du benimmst dich wie ein ungezogenes Kind. Ja, dann packen wir auf die Seite natürlich noch ein paar Farmen und dann sollten wir das echt alles vollkriegen ohne Probleme. Wir sind einmal alla sombra. Mal schauen, wie weit wir da oben noch reinkommen. Können wir das noch nutzen? Ich hab doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich... Okay, vamos.
Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Vielleicht brauchen wir noch mal einen mehr. Schauen wir mal. Ja, es wird kein voller mehr sein, aber wir könnten noch mal einen benutzen. Silo mit. Jetzt haben wir hier 170 immerhin. 170 von 201, okay. Lagerhäuser nochmal upgegradet. Und dann haben wir den Bereich doch hier ganz gut ausgenutzt. Das Einzige, was hier fehlt, ne, sind so ein paar Kacheln hier noch hinten in der Ecke. Hätte man natürlich auch theoretisch noch anders nutzen können. Für die Flächen, für die Felder natürlich. Was habe ich hier vergessen? Ach, verdammt. Hier fehlt natürlich eine Straße. Dann machen wir das einfach so. Hola. So, dann sind das auch nicht alle Felder, aber ist nicht schlimm. So, genau, Dünger haben wir noch nicht. Und da sind dann noch die Warnmeldungen. Aber wir haben jetzt schon eine Produktion von 420%. Tankhof funktioniert auch. Wir haben natürlich mehr als genug Öl. Wir können mal gucken, was wir schon produzieren. Und dann, denke ich, machen wir in der nächsten Folge weiter. Genau, ein Tankhof reicht hier locker aus für dieses kleine Gebiet. Dieses kleine Layout haben wir jetzt schon 60 Tonnen Kaffeebohnen, die wir produzieren. Ja, auch schon 5 Tonnen Trauben. Ist auch nicht schlecht, so als Nebenprodukt. Tabak. Das sieht doch ganz gut aus. So, hatten wir noch irgendwas? Können die Schiffe noch zurückschicken. Dann hatten wir hier ja irgendwas beendet. Ne? Ich glaube, das eine Set hatten wir noch beendet. Können wir auch schon mal auf die Reise schicken. Frachtschiff steht bereit. Ach ja, das war einmal das. Wofür brauchte ich das nochmal? Das Jura-Set. Habe ich das für die Kaffeeinsel produziert? Bestimmt. Nehmen wir das auch gleich mit. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Und wo war das andere Set? Sumpfgebiets-Set, das wollte ich auch nochmal zeigen. Ist nicht extrem stark, wie gesagt, vom Effekt her, aber werden wir uns nächste Folge mal anschauen. Wo war das? Ist auch noch Jura-Set. Das war das, ne? Das war das letzte. Genau. Schicken wir die auch nochmal los in die neue Welt. Wo fehlt jetzt noch ein Krankenhaus? Ihre Majestät wird sie schon bald erwähnen. Fehlt hier ein Krankenhaus? Oder hat das nicht die Reichweite? Ja, doch, das wird passen. Das wird sich auflösen. Selbst wenn die Reichweite das so anzeigt, sollte sich das eigentlich auflösen. Werden wir in der nächsten Folge mal beobachten. Ansonsten werden wir hier irgendwo außen nochmal ein Krankenhaus hinstellen. Aber es müsste eigentlich trotzdem funktionieren. Wir können auch mal gucken, wie sieht denn das hier aus. Bedürfnisse sind aber zum größten Teil, ja, sind gedeckt. Das passt. Also daran liegt es jetzt nicht. Wir haben halt eine gewisse Krankheitsgefahr immer noch. Ist zwar nur gering, aber dadurch wird es eben ab und zu mal ausgelöst. Damit kann ich aber leben, wenn sich das wieder auflöst. So schlimm sind Krankheiten auch nicht, wenn sie einem nicht die ganze Insel zerstören.
Und ja, dann gehen wir nochmal in die Diplomatie. Waren wir schon länger nicht mehr. Wenn etwa sind das deine ersten Zagen? Aus dem Nichts. Oh, wie selbstlos. Und ja, was haben wir jetzt diese Folge geschafft soweit? Der Bereich hier ist erstmal fertig. In der nächsten Folge werden wir dann hier weitermachen. Vielleicht werden wir hier ein paar Düngerfarmen hin... wie heißen die? Wie heißt das Modul nochmal genau? Düngerwerke hinbauen. Ein paar Packerfarmen. Vielleicht machen wir das aber auch auf die linke Seite. Und ja, dann beende ich an dieser Stelle die Folge und wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter.